Neben Uiguren und Kasachen leben in Ostturkestan ebenfalls die Kirgisen. Aus einer Stadt wurden nun 22.000 Kirgisen von chinesischen Streitkräften verhaftet. Etwa 40.000 Kirgisen leben in der Akçay-Region, von denen nun etwas mehr als die Hälfte in chinesischen Konzentrationslagern umerzogen werden. Ein neu eingeführtes Programm soll Uiguren, die des Radikalismus verdächtigt werden, dazu verpflichten, chinesische Bürger in ihrer Familie zu integrieren. Die Ausmaße dieser Assimilierung und Ausspionierung sind geradezu verhöhnend und menschenverachtend. Bei Missachtung des chinesischen Programms oder wer aufgenommene Chinesen schlecht behandelt, muss mit einer sofortigen Verhaftung rechnen. Eine historische Einkaufspassage in Kaschgar wird auf Wunsch der kommunistischen Regierung abgerissen, um die letzte Spur der uigurischen Kultur auszulöschen. Ein amerikanischer Besucher der Einkaufsstätte erzählte von seinem Schock, als der die damals noch belebte Passage inzwischen als ausgestorben und vermüllt erleben musste. China verübte immer wieder Luftraumverletzungen, die in den letzten Jahren immer häufiger wurden, äußerte die südkoreanische Luftwaffe warnend an China gerichtet. Die Zeitschrift South China Morning Post berichtete von dem Anstieg der Luftraumverletzungen in den letzten 3 Jahren. So soll es im Jahr 2016 60 Missachtungen gegeben haben, 70 im Jahr 2017 und weiteren 110 Luftraumverletzungen im Jahr 2018. In Brüssel kamen die NATO-Außenminister für die Bewertung der Operation Resolute Support Mission zusammen. Die Taliban sollen nun erkennen, dass der Kampf keinen Sinn mache und niemandem etwas bringe außer der Vermehrung von Leid, so Generalsekretär der NATO Jens Stoltenberg.